So, weiter geht's heute in der Liga. 1. FC Köln ist der nächste Gegner und der letzte Gegner in der Liga. Und dann heißt es Pokalfinale gegen Leverkusen, wie in Saison 1. So. Ich werde jetzt tatsächlich eher mit der Startelf mal spielen, um einfach mal um das Ding mal zu gewinnen, um mit dem Sieg mich zu verabschieden. Vor allem von den Heimfans. Es ist klar, auch wenn die meisten in dieser Partie ganz besonders achten werden. Er ist aktuell richtig gut drauf, den kann keiner aufhalten. Topscorer der Liga und er will hier natürlich an die Leistungen aus den Was dem Spiel angreift. Wir wollen natürlich ein Tor Schön, jetzt dass Sie dabei gewinnen. sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir sind zu Gast bei einem Spiel am letzten Spieltag der Bundesliga. Und ich glaube, heute wird niemand enttäuscht werden. Erwartungen sind groß und das sind einfach Mannschaften, die wissen, wie sie mit diesen Erwartungen umgehen können. Letztes Saisonspiel also, Wolf. Das ist natürlich der Zeitpunkt, auch zurückzublicken. Ich glaube, wir haben wieder eine spektakuläre Spielzeit hinter uns. Es war sehr unterhaltsam, viele Highlights. Spielerisch eine der besten Saisons der letzten Jahre. Und ich sag dir was, heute gibt es nochmal ein klasse Spiel. So werden die Gastgeber beginnen. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt. Und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. So, natürlich geht's jetzt ordentlich los. Letzte Saisonspiel. Heute nochmal mit der vollen Kapelle. Heute dürfen nochmal der ein oder andere Spieler euch zeigen oder beziehungsweise ran. Schöner Und Pass. wir wollen natürlich hier gewinnen. Das gibt Eindruck. Diese 1 zu 3 Niederlage gegen den FSV Mainz 05 muss vergessen werden. Mit einem Sieg nochmal sich zu verabschieden. Das macht er sehr gut. Fischer gegen Katterbach. Und dann fürs Pokalfinale im nächsten Spiel, also morgen dann um 14 Uhr, voll gerüstet zu sein. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Kurze Ecke. Ferreira. So, die Chance. Ja, wenn keiner dahin geht. Und sogar Albiol den Schritt wegmacht, geht der FC in Führung und man läuft zum dritten Mal einem Rückstand hinterher. Wieder 0:1, wieder ein frühes Tor. In Mainz schon ein frühes Tor gefressen, in Hoffenheim ein frühes Tor gefressen. Jetzt gegen den FC 0:1 der Spielstand. Und auch Hertha, glaube ich, hat 1:0 gegen uns geführt. Relativ früh. Also müssen jetzt wieder einem Rückstand hinterher ran. Man braucht ja ein Tor, dann hätte man die 100. Aber wer? Ja, Schiri, das kann man noch mal gelb. Keine Karte, aber jetzt muss er sich zurückhalten. Sonst gibt es beim nächsten Einsteigen gelb.
So. Ball kommt. Auf Sterne. Ulrich. Staffi liegt es. Nö, der Verteidiger sagt dann, okay, das ist meiner und den. Und mit dem Konter einhang. Und das gibt die nächste gelbe Karte. Es wird sehr viel Frust dabei von Ulrich. 13. Minute, da muss er. Das war ein taktischer Fall, der musste den Spieler verpassen. Platzverweis darfst du dir in so einem Duell eigentlich nicht erlauben. Ja, sie werden jetzt umstellen müssen. Ist ja immer so eine Frage, wie geht man rein in so ein Spiel, der Titel steht schon fest. Nimmt man so eine Partie dann noch wirklich ernst, Buschi? Ja, wir haben schon beides gesehen. Es gibt Teams, die drehen auch in so einer Partie nochmal richtig auf. Und es gibt Teams, die sehen das eher als, na, nennen wir es mal, lockeres Auslaufen. Oh, das hat nicht jeder so gesehen. Abseits. Ach, Mann! Ja, später. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Mann! Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Und wieder ein Ballver. Der nächste Ballverlust. Also man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Bayreuth muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie nicht gerade alles kaputt machen. Sie wollen das Tor machen, sie wollen den Fenster mal zeigen. Der Torschütze war. Gute Chance. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Schön vorbeigekommen. So, das kann man noch Gute mal Flanke. Flanke. Ja, so, vielleicht noch mal gelb. Das kann gefährlich werden. Jetzt schießt er. Aubameyang. Etwas weniger Power. Boah. Geht der rein. Sah mir ganz genauso aus. Wolf. Die Frage, hat der Kölner noch mal gelb gesehen dafür für sein Foul? Nicht drin, das Ding. Scheinbar nicht. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Mit viel Zug in Richtung Mitte. Wichtig so, jetzt, dass sie da dazwischen gehen. In der Pre-Zero Arena ist was passiert, ein Tor ist gefallen. Den so, jetzt vielleicht den. Ach, das war doch nicht. Ja, wir haben hier das erste Tor für Borussia Dortmund. Der neue Spielstand damit 1:1. Ah, ich habe das Spiel, möchte gerade nicht, dass wir gewinnen. Glück für das Update. Warte mal, ich muss mal meine Katze kurz rauslassen. So, okay. Ich muss Ulrich runternehmen. Den wir jetzt mit Gelb-Rot zu verlieren im kurz vor dem Pokalfinale möchte ich nicht. Dafür wird Walicek jetzt kommen. Da kommt er raus und der gegen Hoffenheim noch doppelt traf, gegen Mainz nicht 4 auf die Reihe bekam, da traf er Aubameyang noch. Aber das ist jetzt eine Vorsichtsmaßnahme, bevor da irgendwas passiert. Ja, wir sehen es an den Ballbesitzzahlen. Die Gastgeber machen im Moment, was sie wollen. Die haben alles im Griff. Und sie schaffen es ja auch immer wieder. Ach komm, das war doch nichts! Also, der Ausgleich liegt in der Luft. Ulrich geht vom Platz. Es gibt Abseits. Jetzt wird es die Auswechslung geben. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Der Torschütze war Gerard Moreno. Ich wollte gerade sagen, den lässt du nicht laufen jetzt noch. Es wäre jetzt aber natürlich schiefer gewesen, wenn sie gesagt hätte, komm, den lasse ich noch laufen, den Spieler. Neuer Spielstand damit 1:0. 34 Minuten sind gespielt. Förderung. Danke für das Update. Klasse gemacht, starke Block. Und Livakovic sagt da, das ist meiner. Boateng. Der ist FC Köln mit Platz auf Außen. Und jetzt der Schuss. Boah, Noppert. Also jetzt geht mit der vollen Kapelle, kriegt hier die Kölner nichts gebacken, weil die vor allen Dingen jede Situation irgendwie auf der Art hat. Toller Kopfball, aber nur der das fährte. Ja, ja, ich, wie gesagt, ich habe schon gegen das letzte Spiel mit Dreiecken kassiert, gegen Mainz. Den Elfer verschossen sogar noch. Außen ist Platz. Jetzt mal über die Seite Stern. Und dann kommt keiner durch. Pause. So, 0:1. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende.
So, kurz mal auf die anderen Ergebnisse. Ach, pass auf. Mich nervt so gerade mein Ergebnis. Weiter geht's, Halbzeit Nummer 2. Weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Nur wo er überhaupt nichts hinbekommen hat in dieser Partie. Per-Emerick Aubameyang. Ball an den kurzen Pfosten. Nein, keine gute Befreiung hier. Starke Arbeit. Mit Dusel schaffen es die Kölner. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt diesen Ball zu halten. In der Red Bull Arena. Ja, da ist die Chance. Nein, 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 es war Ball gespielt, Chiri. Ey, das kann doch nicht sein, dass du mir den Angriff wegfangen, dass du das feierst. Ich hab doch klar Ball gespielt. Er gibt gelb und ich sag's ja nicht oft, aber das ist mir zu gnädig. Er will hier scheinbar nicht zu viel Einfluss auf das Spiel nehmen, aber. Ja, hier! Der hat in der Vorspitze gespielt, das war kein Nix. Das war 0,0. Meiner Meinung nach. War nichts. Klar nur Ball gespielt. Gehalten! Und der war schwer. Der war richtig schwer. Freistoß kommt hart. Aufpassen, Ecke. Da müssen wir den Torhüter wirklich loben. Ecke kommt in die Mitte. Gehalten. Ich wollte gerade sagen, was macht ihr da hinten? Nervenbehalten, das war eine Glanztat. Dieser kurze Bericht vom anderen Spiel musste leider unterbrochen werden. RB Leipzig macht also das Tor, ihre neue Führung damit 2:0. So, weg ist der Ball. Ja, Staffelidis. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Ist es das jetzt? Ne, Kilian. Mann, dann gibt es noch Abstoß. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Im Spiel von Bayer Leverkusen gibt es einen Treffer. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leverkusen. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 59 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Schön, wie er diesen Ball ja, egal, was du machst, was du versuchst, es hat immer noch ein Kölner, der da sagt, ich spätze lieber da noch stehen. Jetzt wird hier gewechselt. Vielleicht der Ausgleich. Das ist nicht wahr, da steht doch schon wieder einer. Egal, was du machst, du Stick ist frei, du schlägst den Keeper und da steht doch noch einer. Ich nehme den mal mit. Ach, fuck you, ey, das kann doch nicht, ey, das kann doch nicht sein. Was sagst du für ein Scheiß? Was pfeifst du dir da zusammen? Da war 0,0, da war wieder nichts, ey. Ja, dann Glückwunsch, Dankeschön. Ey, der Gegner kriegt nichts geschissen im Spiel. Die kriegen nichts, Komma, nichts geschissen. Genau meinst du schon wieder. Mann! Hör doch mal auf die Treten, ey. Sorry. Vielleicht der Anschlusstreffer. Er macht ihn rein. Leeres Tor. So einfach. So, 1:2. Das ist übrigens das 100. Saisontor. Durch. Wo? War das Novo? Oder zählt der jetzt? Ja, der zählt noch, ne? Ja, Novo ist es. Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. So, vielleicht noch irgendwie den einen Punkt zu holen hier. 2:1, hier ist noch alles drin. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bielefeld. Ich gebe ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Arminia Bielefeld. Neuer Spielstand damit 3:1. Gespielt sind hier 73 Minuten. Interessante Info, Dankeschön dafür. Das machen sie sehr geduldig im Aufbau. Ah ja, mach mal einen Fehlpass draus. Dann Fehlpass gleich Freistoß für Gegner und gelb irgendwie. Okay, die gelbe kann man geben. Ey, das pfeifst du dir da zusammen, Schiedsrichter. Für irgendeine Scheiße pfeifst du dir da. Das ist es vielleicht. Also so kann man den Gegner einfach zum Erfolg pfeifen.
dann trotzdem so ein klasse Ball fast das Tor. Schwache Aktion, Ballverlust. Wird das seine Torchance? Ach komm noch jetzt, was doch nicht. Was falsch? Ja, Freistoß für den FC Köln, weil die den Ball verloren haben. Gibt eine Freistoß. Gibt doch noch gelb. Ich hab Freistoß nichts gemacht. Da stand der Assistent gut. Abseits. Ja, die wissen nicht, warum verlierst du solche Spiele eigentlich mittlerweile? Leverkusen gibt's einen Treffer. Wir haben hier das nächste Tor für Leverkusen. Neuer Spielstand damit 4:1. Gespielt sind 82 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Ach, Patrick Bamford mit Auge. Aber dann schaffen sie es doch nicht, etwas daraus zu machen. Ah, Mann. Ich komme nicht in dieses Spiel rein. Aber wie gesagt, egal was ich mache, der Schiedsrichter hat ja irgendwas dagegen, der pfeift mir ja lieber, pfeift den Mangel. Da geht er volles Risiko mit dieser Grätsche im Strafraum. Regulär sehr. Geh weg am besten, ja! Ich weiß nicht, ob der Schuss die beste Idee war. Also keine Gefahr auf jeden Fall fürs Tor. Er erzwingt den Ballverlust. Da zieht er ab. Da passt der Torhüter auf. Ey, da wird das Spiel dir so was von zerpfiffen vom Schiedsrichter. Also das Ding hat der Schiedsrichter gewonnen, meiner Meinung nach. Elfmeter Köln. Ja, wieder Elfmeter gegen mich. Oh Mann, ey. Ich sag ja, das ist egal, was du machst. Ein Zweifel für den Gegner. Sowas von zerlegt und zerpfiffen vom Schiedsrichter. 1:3, ey. Die zweite 1:3 Niederlage hintereinander weg. Puh. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach war der überhaupt wieder nichts. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, ich habe damit kein Problem, wenn ich ein Spiel verdient verliere. Punkt. Aber wenn ich teilweise so verpfiffen werde, gegen Mainz, so viele Chancen, so viele Riesendinger gab, ist nichts. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. Das ist der Schlusspfiff und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt kann die Meisterfeier so richtig beginnen. Und schauen wir mal in die Gesichter der Spieler. Die können es kaum noch erwarten. Gleich gibt's die Trophäe. Endlich. Ja, verlierst mit 1:3. Das Ding in den Himmel retten. Gefeiert in Köln wurde natürlich schon, aber ich glaube, jetzt gleich wird es den meisten erst so richtig bewusst, was das eigentlich bedeutet. Nach zweite Saisonniederlage hintereinander weg. Die zweite 1:3 Niederlage. Wie gesagt, das ist sogar das dritte Mal. Ich glaube, gegen Hoffenheim haben wir ja 4:3 gewonnen, aber das heißt das dritte Mal in Folge. So. Ja, aber vierte Mal sogar in Folge, mindestens drei Gegentore. Wir können ein bisschen aufrecht sitzen. Ja, auch die Krawatte. Wenn ich den Leuten beschreiben würde, wie du hier schon wieder. Egal, es war ja nichts jetzt Wichtiges, aber es ist trotzdem Frust pur. So wie die da auf dem Podium. So zappelt der Fuß hier rum. Ich sitze hier in aller Ruhe. Ja, ja. Ich sitze hier in aller Ruhe. Und im Himmel ist Jahrmarkt. So wie für die, das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und jetzt ist der große Moment endlich da. Da ist das Ding. Gratulation. Glückwunsch. Und jetzt dürfen die Fans mit ihrer Mannschaft jubeln. Dicht an dicht, aus der Nähe. Ja, das ist schon eine echte Einheit. Mannschaft und Anhänger. Ja, da passt alles zusammen. Die Fans stehen hinter dem Team. Sie singen, johlen, grölen, machen eine Riesenstimmung. Und das hat natürlich einen großen Anteil an solchen Erfolgen. Ein tolles Bild jetzt hier. Ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen, einfach klasse zusammengestellt, auf den Punkt topfit und auch taktisch. Klar, das ist immer ein Grund zur Freude, wenn du so früh das erste. Ey, ist das bitter. Ist das bitter.
Ich brauche keine Interviews. Ey, wie gesagt, so ein zerpfiffenes Spiel. Jede Situation, sobald die Kölner irgendwie den Ballverlust haben, wird ein Freistoß draus gepfiffen. Dann kriegst du halt zwei bitterte Elfmeter gegen dich. Aber naja, ist halt so passiert. Sorry, dass ich mich ein bisschen jetzt aufgeregt habe. Es ist einfach... Ja, es ist immer doch der Ehrgeiz. Was haben wir denn? 90 Millionen. Das heißt, wir können auf jeden Fall eine neue Mannschaft uns in der nächsten Saison wahrscheinlich zusammenbauen. Wir müssen auch. Wir müssen auf jeden Fall. Gucken, was da am Ende rauskommt. Gut, aber wir haben noch ein Spiel vor uns in dieser Saison und das ist das Pokalfinale gegen Bayer 04 Leverkusen. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und hoffentlich mit einem besseren Ergebnis als die letzten beiden.